Jo, da sind wir jetzt Deck 1, Captain's Cabin. Also ich habe letztes Mal vergessen, das Menü zu zeigen. Also wenn ich jetzt hier raufdrücke, kann ich mir aussuchen, wo ich hin möchte. Beim CIC waren wir schon, jetzt sind wir hier oben. Als nächstes kommen wir Cruise Quarters und Engineering auf Deck 4. So, wir schauen uns erstmal das Quartier hier oben an. Hier vorne ist nichts, das ist quasi wie so eine Art Schleuse. Und dann haben wir hier ED. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Also willkommen im Loft. Man gönnt sich ja sonst nichts. Jetzt könnten wir hier sogar Schiffe sammeln. Da drin ist zum Beispiel die Normandy. Ich kann gerade noch nicht erkennen, welche Nummer da drauf steht. Steht da, glaube ich, nichts drauf. Naja, hier haben wir noch das Private Terminal nochmal. Keine neuen Nachrichten. Kann man also quasi nochmal machen wie unten. Können wir hier noch die Achievements mal anschauen. Ja, hat alles schon mal ein bisschen gespielt früher. Ja, Videos gucken. Ja, alles mögliche. Incinerate Specialist. Ja, es kommt alles noch. Warp the Barriers, ja, dazu müsste ich Warp benutzen. Overload müsste ich dazu auch benutzen. Ah ja, ist egal. Was mir sehr spät damals aufgefallen ist, ich glaube, da hatte ich das Spiel schon einmal durchgespielt und erst beim zweiten Mal ist mir dann aufgefallen. Hier ist eine Dusche und ein Klo. Fand ich irgendwie cool. Kann man sogar spülen. Wenn es mal wieder ein bisschen drückt. Im Spiegel sind wir auch. Wenn wir uns dann mal dahin drehen. Nur Hände waschen geht leider nicht. Tja. Nicht nach dem Toilettengang die Hände waschen können, das ist doof. So, Sesam, öffne dich. Ja, die Ausrüstung können wir nochmal wieder hier, die Appearance und so, ne? Wie beim letzten Mal auch. So, und hier könnten wir jetzt theoretisch Musiker machen. Ja, gut. Das ist ganz schön laut. Geht das auch aus? Ja, sehr gut. Ein anderes Lied. Aus wäre nicht schlecht. Aus. 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 Ich glaube, das kriege ich jetzt nie wieder aus. Egal, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja, soweit war es das, glaube ich, oder? Hier ist noch das Bett, ja, und dann Besitzecke. Egal, das war's. Raus hier. Gleich geht's weiter mit Deck Nummer 3. Den Cruise Quarters. Jetzt sind wir auf dem besagten Crew Deck. Life is Support. Untersuchen. Was ist denn da? Achso, ist noch zu. Hier haben wir noch den Men's Restroom. Können Sie auch die Hände waschen. Leider nicht die Toilette benutzen. Das heißt, man wird natürlich, wenn man hier sitzt und jemand reinkommt, wird man direkt beim Geschäft beobachtet. Oder beim Duschen. Naja, ist ein Raumschiff. Da ist nicht viel Platz. Ich weiß nicht, wie das auf der ISS ist. Hallo. Oh, da sitzen sogar Leute. Oh, she's a cutie. How old? Ah, she'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Ein besorgter Vater eines kleinen neugeborenen Babys. Hier nochmal der Kern von der anderen Seite. Ich weiß nicht, wo die andere Fenstereinheit war. Ach, bestimmt oben in der Mitte drüber oder irgendwie sowas. Bietet sich auch an bei dem Briefing Room da oben. Hier haben wir noch den Women's Restroom und weil Shepard hier der König ist auf dem Schiff, darf er natürlich auch da rein. Und hier sieht es genauso aus. Nur spiegelverkehrt. The starboard observation deck is closed until needed. Okay, noch brauchen wir es also nicht. So, dann geht's hier weiter. Zum Medical Lab. Steht ja hier schön dran. Und da haben wir Dr. Chakwas und Edie. What's this area of the ship? The sick bay. It is equipped to provide short-term emergency care.
In the event of critical injury, personnel must be transferred to a fully equipped medical facility. Hm, macht Sinn. Hallo, Frau Doktor. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Ja, und sie war eigentlich vorher bei der Allianz. Oder Alliance. I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising. Even to me. Yet, here I am. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Dankeschön. Ja. Fragen wir sie mal, ob sie irgendwas brauchen kann. Hier als Chefärztin auf dem Schiff. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice Brandy that I was saving for a special occasion. Ja, das lässt sich ja nachkaufen. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive. And we have much larger concerns ahead. Ach Quatsch, wir haben doch nichts zu tun hier. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. Na ja, immerhin ist sie zufrieden damit. Mit ihrem Leben. Kann auch nicht jeder von sich sagen. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. Ja, und das noch, ne? Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Weltraum vermisst, ne? Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static. Too boring. Mir geht's ähnlich. Ich würde auch gerne mal im Weltraum rumgucken. I'll see you later, Doctor. Commander. Einmal Wendeaktion. Find Brandy, ja. Was haben wir hier noch? Den AI-Core ist noch zu. Aber irgendwann im Laufe des Spiels kommen wir da rein. Das werde ich jetzt an dieser Stelle schon mal sagen. Veröffentlichen, bekannt geben. Hallo Freunde. Surprise again. Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Das ist cool, so mit diesen Gesprächen nebenbei. Wen haben wir hier noch? Schweigen. Und hier? Ja, dieser Stuhl. Hallo. Ich gleite hier einfach mal ganz elegant dazwischen. Lasst euch nicht von mir stören. Ich bin heute nur etwas langsamer unterwegs. Egal. So. Master Sergeant... Nee, Mess Sergeant Gardner. Hallo. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Mess Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Also ich würde vermuten, dass er hier so der Küchenchef ist, quasi hier der Bordkoch. Do you have everything you need? I make do, but have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Ja, da können wir doch schon was machen. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit.
you've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. Quatsch, wir haben immer Zeit. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Ja, wie sind Sie denn zu Cerberus gekommen? How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the Ezo rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help. Be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. Guter Mann. Ja. What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. Coole Berufsbeschreibung. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands. Most of the time. This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. Yeah. Genau. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. No. Nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken, hätte ich was gesagt. I won't take any more of your time. Back to work. Back to work. See. Ja, hier hätten wir noch irgendwas komisches. Ich glaube, das sind die Stase-Kapseln für... Oder, naja, Stase-Kapseln nicht hier. Wie heißen die Dinge denn? Notfall-Dingens. Kapseln. Ja, irgendwie sowas. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie das genau heißt. Und die Main Battery für die Bewaffnung. A gunnery officer is required to access the gunnery control station. Und da brauchen wir noch jemanden für. Den finden wir später. Huch. Dann haben wir hier noch auf der anderen Seite eine Tür. Oder finden wir die wunderschöne Miranda. Commander, what can I do for you? Wie sieht's denn aus mit dem Status der Normandie? Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. Das ist schön. Und sie hat ihr eigenes Büro hier. What exactly are your duties, aside from keeping an eye on me? I'm the elusive man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the elusive man, updating our status. Und so, das ist jetzt ein bisschen privat hier, würde ich sagen. You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Fangen wir doch mal mit dem Elusive Man an. What can you tell me about the Elusive Man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. Mm-hmm. Well. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. No. Man hat eine gute Meinung von ihm. Cerberus Resources. Was gibt's dazu zu sagen? What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment. And a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. Na, dann ist ja gut. Alles easy hier. Ja, was ist Cerberus jetzt genau? Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions.
political, military, scientific, but we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. Oh, mal so, ja. Okay, was habt ihr denn vor mit Cerberus im Allgemeinen? I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Salarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. Mhm, so kann man es natürlich auch sehen. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Okay, und jetzt eine persönliche Frage. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. Gut, Selbstvertrauen hat sie, ja. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Mhm, das gefällt mir. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and... well, it's pretty impressive, really. Ja. Das ist natürlich wieder die perfekte Frage. Sounds like you were designed to be perfect. Maybe. But I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my... abilities. Okay, das hatten wir ja dann schon, aber ich klick's mal nochmal an. You certainly don't lack for confidence. Okay, kommt dasselbe. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in... It's the reason I'm trusted to and it's why I was assigned to you. Ja, gut. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Das war's soweit. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Ja, und jetzt glotze ich noch ein bisschen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Fenster mit dicker Hülle dazwischen. Ein großes, komfortables Bett. Und eine Couch. Und noch eine Couch. Oh. Hier kann man durchaus die eine oder andere Nacht verbringen. Und tschüss. So, das war Deck Nummer 3. Ich würde sagen, ich fahre jetzt nochmal eine Stufe tiefer und da sehen wir uns dann gleich wieder bei Engineering.